Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren und für die Wertschätzung, die ihr mir und meinen Kanal in Form von Spenden und Buchungen entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, heute zum Sonntag schauen wir wieder gemeinsam auf die kommende Woche. Und zwar ist es die Woche vom 25. September bis 1. Oktober, Wahnsinn, ne? Wir gehen schon wieder in den Oktober rein. Die Zeit rast. Ich habe wie immer 7 Tarotkarten erbeten, zur Klärung 7 Lenormand-Karten erbeten und dann schauen wir am Ende gemeinsam unter das Kartendeck. Du kannst hier von Montag bis Sonntag schauen, also dass du das für dich in Tage unterteilst oder schaust einfach die komplette Legung als Botschaft, die sich daraus kollektiv ergibt, ne? Das ist meistens sehr, sehr stimmig und aufeinander aufgebaut. Es ist wie immer eine allgemeine Legung, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Du solltest dich ja auch nicht unbedingt nur auf dieses Zeitfenster beschränken. Bei manchen ist die Energie schon durch, manche stecken gerade mittendrin, bei manchen kommt die Energie erst nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, auch für manche nach ein paar Monaten. Meine Legungen sind ja alle nicht an Zeiten gebunden, ne? Das ist nur so unser irdischer Verstand, der das gerne dort reinpressen möchte. Also wenn du hier zum Beispiel in 2 Jahren auf dieses Video triffst, dann kann das für dich genauso relevant sein. Ich versuche auch wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht immer gelingt, dann dreht euch das bitte um. Da ich hier als Frau sitze und für euch fürs Kollektiv lege, deute ich die weiblichen Karten immer für den Zuschauer und die männlichen Karten für das Gegenüber, egal welchen Geschlechts du bist. Versuche aber immer das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eurer Situation umdenken, umdrehen und umdeuten könnt. Gut, dann habe ich, glaube ich, soweit alles gesagt und erklärt und wir schauen in die erste Karte in der kommenden Woche. Und dann habe ich hier die 10 der Schwerter. Also, hier ist etwas zu Ende gegangen. Hier gab es eine Energie, die sehr durchdringend war. Also hier gab es eine Verletzung, hier gab es einen Schmerz, hier gab es ein Ende, hier gab es ein radikales Ende mit den 10 der Schwertern. Du oder jemand in deinem Feld, wie du hier auch schaust, den hat das ganz schön niedergestreckt, ne? Die 10 der Schwerter. Aber das ist die 10 der Schwerter, das ist auch der Abschluss. Also schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden. Dann geht es wieder vom Neuen los mit den Ast der Schwerter, ne? Wo man eine neue Chance hat auf Klärung, auf eine klare Entscheidung, auf Kommunikation auch. Ne? Hier könnte vielleicht auch viel mit Worten passiert sein. Ne? Du oder jemand in deinem Feld könnte ja auch von Worten sehr, sehr stark niedergestreckt worden sein. Also irgendwas hat dich hier sehr, sehr verletzt, sehr getroffen. Und das hat ja auch Kraft geraubt, ne? Das hat ja auch Energie geraubt, das hat ja auch Mut genommen, das hat dich schon ganz schön auch körperlich zu Boden gezwungen. Nicht nur seelisch, nicht nur geistig, das hat dich auch körperlich ganz schön auslaugen lassen. Und das hat sich auch kalt angefühlt, ne? Wir haben ja ganz viel Schnee. Das hat sich auf jeden Fall auch emotional sehr, sehr kalt angefühlt. Ne? Wer dir hier das auch immer angetan hat oder welche Situation das war schon sehr schneidend und eiskalt. Und dann habe ich hier den Turm. Aber das Alte stürzt jetzt ein, dieses sich in dieser Verletzung befinden, an diesem Schmerz festhalten, das stürzt jetzt ein. Ne, der Turm ist für mich immer eine reinigende Energie, ein reinigendes Gewitter. Hier schlägt auch der Blitz ein. Also das, wo du dich gerade befindest auf deinem Weg, das ist hier sehr, sehr schön dargestellt in diesem Kartendeck. Hier haben wir einen Weg durch den Turm. Ne, der Turm ist hier als Portal, als Tor dargestellt. Du gehst jetzt durch dieses Portal, durch dieses Tor hindurch und dann gehst du in eine ganz neue Welt. Dann gehst du in ein ganz neues Leben. Ne? Dann lässt du das, was hier vor diesem Tor, vor diesem Turm dich festgehalten hat, dich gebunden hat, negative Glaubenssätze, negative Verhaltensmuster, Ängste, Menschen, die toxisch gewirkt haben, die vielleicht gedacht haben, sie können
in dein Leben reinpfuschen, dich beeinflussen, wie auch immer. Das kannst du, das bricht jetzt weg. Also hier bricht was weg, was negativ auf dich gewirkt hat, was dich hat hier in dieser Energie verharren lassen. Ich kriege auch einen längeren Zeitraum rein. Das ist nicht erst jetzt, ne? Also das passiert nicht diese Woche, die 10 der Schwerter. Das ist was, was du schon lange, lange im Gefühl hast, was dich hat auch so immer, wo du das Gefühl hattest, du warst nicht hundertprozentig in deiner Kraft. Du warst nicht hundertprozentig da. Da war immer was ringsrum, was dich hat klein halten wollen, dass du nicht hundertprozentig in deine Lichtkraft kommst, dass du nicht hundertprozentig in deine lichtvolle Schwingung kommst. Also immer von außen so Energien, die dich deckeln wollten. Und das hört jetzt auf. Also hier greift das Universum ein. Na, hier kommt ein Cut, hier stürzt was ein. Also das, was negativ auf dich gewirkt hat, das bricht jetzt weg. Ja, und das ist was Reinigendes, das ist was Befreiendes. Und dann kannst du durch dieses Tor einfach durchgehen. Und ich habe ja auch viel Transformation, wenn du durch dieses Tor, durch diesen Bogen durchgehst. Na, also wie, als würdest du das Alte, wenn du durch diesen Bogen, durch dieses Tor durchgehst, als würdest du das Alte wie abstreifen. Ne, in dem Moment, wo du den Fuß hier durchsetzt, bleibt das Alte wie zurück. Das ist wie so ein Schleier, der zurückbleibt, wie so ein Mantel, den du nach hinten fallen lässt, wie so einen schweren Rucksack, den du auf der anderen Seite lässt. Also, das ist was sehr, sehr Befreiendes, was hier passiert. Und dann habe ich, na, den haben wir noch gebraucht, dann habe ich hier den Teufel, kann für das Sternzeichen Steinbock stehen. Also, hier ist jemand mit einer ganz, ganz langen Zunge. Hier waren auch Menschen in deinem Umfeld, die dich belogen haben, die dich betrogen haben. Na, also hier habe ich eine ganz, ganz lange Zunge. Hier war jemand, der vielleicht auch lange in deinem Feld war, dir immer freundlich ins Gesicht gelächelt hat und auch immer so gute Miene zum bösen Spiel gemacht hat, wo du das vielleicht auch nicht gedacht hättest, wie dieser Mensch oder diese Menschen sind. Das kommt jetzt auch raus. Na, also du wirst. Das fällt gleichzeitig mit dem Turm. Also du wirst dich hier von etwas lossagen, von etwas losreißen können, was dich lange festgehalten hat, was dich lange gebunden hat auch. Wie gesagt, das können Menschen sein, die toxisch waren in deinem Umfeld, die dich belogen haben, betrogen haben, die dich hintergangen haben, die dich manipulieren wollten. Also ich krieg hier was rein, dass dich irgendetwas in deiner Schwingung niedrig halten wollte, damit du nicht in dein volles Potenzial, in deine volle Lichtkraft kommst. Das sind hier also schon düstere Energien. Ne? Also das sage ich euch ehrlich. Das können auch Süchte sein. Ne? Also wo du dich vielleicht auch selber belogen hast. Ne? Das kann eine stoffgebundene Sucht sein, Alkohol, Drogen. Eine nicht stoffgebundene Sucht sind dann Spielsucht, Sexsucht. Das kann auch einfach Essen sein, ne? Dass du zu viel Süßes konsumierst, ne? Zu wenig Gesundes konsumierst, dass du zu viel Alkohol trinkst, dafür zu wenig Wasser trinkst, ne? Also alles solche Dinge, zu wenig Bewegung hast, zu viel auf der Couch liegst, ne? Solche Dinge könnten das auch sein. Wo du dich vielleicht auch selber immer so ein bisschen belügst und sagst, ach, heute nicht, ne? Mir geht's heute nicht so gut und heute habe ich keine Lust. Und solche Dinge könnten das auch sein, ne? Das ist dieses Manipulative von außen, was dann auch selber auf dich mit eingewirkt hat. Aber ich krieg's eher, weil wir hier den Teufel mit so einer langen Zunge haben, als Lügen rein. Als Lügen, Betrügen, Manipulieren von Menschen in deinem Umfeld, die deine Lichtkraft sehen, die deine Herzenskraft sehen, die das aber auf Teufel komm raus, nicht verkraften können, wenn du wirklich dieses ganze Potenzial ausschöpfst. Ne? Und es gibt immer solche Menschen im Umfeld, die neidisch auf dich sind, die im Mangel sind, die eifersüchtig auf dich sind, weil sie es in ihrem Leben einfach selber nicht hinkriegen. Und es ist aber jeder für sich selber verantwortlich. Ne?
die das Gefühl haben, dir geht es besser und sich dann selber, ach, warum ist es bei mir nicht so? Und so eine richtige neidvolle Energie, ne? So was kriege ich hier rein. Und die dich dann sehr subtil und ohne dass du das gemerkt hast, bewusst beeinflusst haben. Und da ist aber jetzt Schicht im Schacht. Hier habe ich ein Ende und hier habe ich ein Ende. Das bricht jetzt weg. Ne? Also diese Lügen werden jetzt auch entlarvt. Menschen, die dich in deinem Umfeld belügen und betrügen, die werden jetzt entlarvt. Ne? Also das wird sichtbar. Der Teufel zeigt sich ja eigentlich nie so in diesem Furchterregenden. Ne? Der Teufel, der kann auch sehr, sehr verführerisch sein. Ne? Deswegen wird ihm ja auch die Süchte zugeschrieben. Ne? Also der Teufel zeigt sich ja immer sehr verführerisch. Und wenn das so in den Filmen oder auch in Lucifer, ne, das ist ja auch ein sehr charmanter Mensch, der ist ja eloquent, ne, der kann sich mit Worten ausdrücken, ne, hat auch Humor. Ne, so jemand könnte das sein in deinem Feld, wo du das gar nicht so wahrgenommen hast. Ne, und das wird jetzt entlarvt werden. Und dann habe ich hier die Welt. Abschluss eines alten Zykluses. Drei große Arkane in Folge. Also das ist ein Prozess, ne? Das sagt mir auch, dass diese Energie schon lange in deinem Feld ist. Dass dich hier lange versucht, etwas niederzuhalten, niederzudrücken, ne? Das können wirklich Menschen sein, aber das können auch negative Schwingungen, negative Energien sein, ne? Also, oder beides, beides. Mit der Welt wird es ja alles gecuttet, wird es ja alles abgeschlossen. Das ist praktisch dieser Weg. Letzte große Arkana in die neue Welt. Dann geht es mit dem Narren, geht die Reise frisch los. Es geht in einen neuen Lebenszyklus, in eine neue Lebensreise. Na? Also hier wird ein alter Zyklus abgeschlossen. Der Zyklus, wo es hier Lügen, Betrügen, Leid gab, Schmerz gab, wo es hier Süchte gab, was auch immer bei dir hier der Teufel darstellt. Die Welt kann auch für eine Reise stehen, dass du dich auf Reisen begibst und dort vielleicht eine Erkenntnis hast. Das kann eine irdische Reise sein. Das kann aber auch eine intrinsische Reise sein, also eine Heilreise, eine meditative Reise, eine schamanische Reise. Ja, du hast ja auch Krafttiere an deiner Seite. Ja, hier habe ich einen Widder, hier habe ich einen Adler, hier habe ich den Hirsch, der große Herzheiler. Also hier heilt auch etwas in deiner Seele und in deinem Herzen aus mit der Welt. Hier wird dieser alte, schwere Zyklus wird abgeschlossen. Kann auch für einen Umzug stehen, dass du dich vielleicht örtlich auch wegbewegst, ne, von diesem Umfeld. Das kann das auch sein. Also die Reise kann, die Reise sage ich, die Welt kann für eine Reise stehen, für einen Umzug stehen, für einen neuen Zyklus stehen, der sehr lichtvoll wird. Ne? Hier scheint schon das Licht rein. Wo du auch vieles mit dem Adler, der sehr, sehr hoch fliegt, vieles überblicken kannst. Vieles wird dir jetzt bewusst werden. Du schaust vieles aus einem ganz anderen Blickwinkel an. Ne? Und der Widder. Da geht ja das Sternzeichen los, ne? Das erste Haus wird dem Widder zugeschrieben. Das ist der Fortschritt, das ist das nach vorn preschen, das ist das Macherprinzip, das ist Feuerenergie. Ne? Dann geht's los. Hier wird was Altes abgeschlossen, was sich auch ganz, ganz zäh angefühlt hat. Ne? Wo so Blockaden drin liegen und so mit angezogener Handbremse, ne? Das kriege ich rein und das ist Widder, geht schnell. Da ist Power da, da ist Kraft da. Ne, also jetzt beginnt hier ein ganz, ganz neuer Zyklus für dich. Und dann habe ich hier die Königin der Kelche. Kann ein Wasserzeichen sein, Fische, Krebs oder Skorpion. Du kommst wieder in dein Gefühl. Du kommst zu 100% wieder in dein Gefühl, in deine Emotionen. Du füllst hier wieder deinen Kelch mit Wasser, mit Selbstwert und Selbstliebe und Selbstachtung und weißt auch genau, wo du Grenzen setzen darfst. Wasser könnte diese Woche eine große Rolle spielen. Es ist auch die fünfte Karte, kann für den Freitag stehen. Freitag ist auch, glaube ich, Vollmond. Na, also verbinde dich mit dem Mond, verbinde dich mit den Gezeiten, verbinde dich mit dem Element Wasser. Geh vielleicht schwimmen, trink viel Wasser an dem Tag, mach ein Wasserritual, wie auch immer. Ne? Das kriege ich ganz stark rein. Und komm wieder in dein Herz und in deine Seele. Lass die Gefühle fließen.
Verbinde dich wieder mit dir, auch mit deinen Körpersäften kriege ich rein, ne? Mit deinem Wasser im Körper, mit deinem Blut, mit deinem Lymphsystem. Das möchte alles wieder in Fluss kommen. Hier möchte was fließen, hier möchte wieder in dir die Energie, die hier lange gekattet war, wie abgeschnitten war, als wäre da irgendwie, als hätte da jemand einen Strom abgeschalten, ne? Als hätte da jemand so eine Klemme, ich weiß gar nicht, heißt das Lüsterklemme? Kommt mir gerade dieses Wort. Also kenne mich da in der Elektronik-Szene, kenne ich mich nicht so aus, aber das Wort kommt mir gerade, wo hier was abgeklemmt wurde. Wie abgeklemmt, da ist was dazwischen wurde und was dazwischen geklemmt, dass hier nichts mehr geflossen ist. Da konnte nichts mehr fließen. Und das wird jetzt hier eingerissen. Na, das wird weggenommen, weggezwickt und dann fließt es wieder. Also hier geht es auch ums Fließen in dir selbst, um deine Körpersäfte, dass das wieder alles zur Gesundung auch beitragen kann. Auch körperlich zur Gesundung beitragen kann. Viel Wasser trinken diese Woche, viel, viel Wasser trinken, dass das rausgespült wird. Dass dieses Negative hier aus allen Zellen rausgespült wird. Raus, raus, raus. Trink so viel Wasser wie geht. Rausspülen. Ne? Also das kriege ich ganz, ganz stark rein. Und dann haben wir hier den König der Münzen. Kann ein Erdzeichen sein, Stier, Jungfrau oder Steinbock? Hier könnte es auch im Zwischenmenschlichen, könnte diese Lüsterklemme festgesteckt haben, dass zwischen euch nichts mehr geflossen ist, dass es hier eine ganz, ganz dunkle Zeit zwischen euch gab, wo irgendwas blockiert war, was von außen war das nicht gewollt, ne? Aber ihr liegt hier beide nach der Welt. Also für euch geht es beide in diese neue schöne Zeit, in diese neue schöne Welt. Ne? Das wird hinter euch gelassen. Also das ist, wo die Kartenlegung beginnt diese Woche. Das ist was, was ihr schon kennt. Ne? Das, was auch im Laufe dieses Jahres euch begleitet hat. Also ich kriege hier einen längeren Zeitraum rein. Und das, dieser Mensch, wer auch immer das in deinem Feld ist, auf den kannst du dich jetzt verlassen. Der bringt jetzt hier diese Münze mit. Auf den kannst du dich verlassen, da ist Stabilität und Sicherheit da, da ist Loyalität da, da ist Ehrlichkeit und Treue da. Dieser Mensch ist in der Fülle. Bei diesem Menschen fließt jetzt auch wieder die Fülle, ne? Kann die Fülle annehmen und geben, innere und äußere Fülle. Und ja, sehr, sehr wohlwollend. Du sitzt auf deinem Thron, dieser Mensch sitzt auf seinem Thron, ne? Das sind auch ehrliche, stabile Gefühle, die ich hereinkriege. Ihr geht hier beide in diesen neuen Lebenszyklus, auf diese neue Lebensreise. Ne? Und alles, was hier toxisch gewirkt hat, das ist dieses Tor hier. Das ist dieser von diesem alten Zyklus in diesen neuen Zyklus. Ne? Da begebt ihr euch beide rein. Ihr müsst es nicht mal voneinander wissen. Ne? Wenn du sagst, dieser Mensch, der ist ja aber gerade wirklich nicht in meinem Feld, dann ist er aber energetisch in deinem Feld. Und ja, auch wenn du das nicht weißt, dieser Mensch begibt sich genau wie du in einen neuen Zyklus. Das kann auch, wer hier auf die Liebe schaut, da könnte wirklich das mit dieser Lüsterklemme, ich hoffe, das ist eine Lüsterklemme, ich sage jetzt einfach das Wort, ihr wisst schon dann, was ich meine, ne? Da könnte wirklich von außen was eingewirkt haben, was euch hier den Fluss der Liebe abgeklemmt hat, weil das nicht gewollt war, weil ihr eine ganz hohe lichtvolle Liebesschwingungen miteinander habt. Das kann auch in der Familie, das kann auch in der Freundschaft sein. Ne? So eine Seelenpartnergeschichte kriege ich ja rein. Wenn ihr zusammen seid, dass das eine ganz besondere Energie ist und die dann auch im Kollektiv eine ganz besondere Energie bewirkt, dann war das von außen von düsteren Menschen, von düsteren Energien nicht gewollt. Ne? Das wurde wie abgeklemmt. Na, da wurden vielleicht Energien geschickt, Menschen geschickt, die das unterbunden haben. Und da ist jetzt Schicht im Schacht. Na, das löst sich jetzt auf. Na, mit dem Vollmond vielleicht, na, das kann durchaus möglich sein. Na, hier haben wir ja den Donnerstag, hier haben wir den Freitag, dass es so übergeht. Ich weiß gar nicht, zu welcher Zeit Vollmond ist, dann guckt mal. Also da ist jetzt Schicht im Schacht. Das ist vollendet mit dem Vollmond. Und dann habe ich hier die drei der Kelche, ihr geht wieder um eine ganz besondere, schöne Zeit. Mit den drei der Kelchen. Da wird wieder miteinander gelacht, da wird wieder miteinander gefeiert. Da ist
sehr, sehr viel Licht. Da feiert man zusammen das Leben. Die Drei der Kelche steht auch für mich oft für Körper, Geist und Seele. Das wird jetzt wieder alles in Einklang gebracht. Und hier habe ich wieder das Wasser. Wasser spielt diese Woche eine ganz, ganz große Rolle. Trinkt, was das Zeug hält. Wasser. Und spült das raus. Das will rausgespült werden. Na, also das geht energetisch raus, aber körperlich darf man schon nacharbeiten, ne? Dass es aus jeder Zelle rausgeht. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, geht schwimmen, reinigt den Körper dann auch von außen. Ne? Geht schwimmen. Das Element Wasser spielt eine große, große Rolle. Hier möchte wieder viel zum Fließen kommen. In dir, außerhalb von dir. Ja, und mit den drei der Kelchen, das ist auch die Erntedankkarte. Wir gehen ja jetzt auch in den Oktober, na, wo man endlich das ernten kann, wo lange man wirklich hier versucht hat, auf den Beinen zu stehen, sich zu halten. Ja, also das war eine ganz schöne energetische Herausforderung, was hier stattgefunden hat. Da habt ihr ganz schön Kräfte gelassen. Ja, also das kriege ich hier ganz, ganz stark rein. Und dem hier wird er gar ausgemacht. Da wird, also ich kriege hier auch, da wird die Zunge rausgezogen und ich kriege auch eine große Schere rein, wo diese Lügenzunge rausgeschnitten wird. Also es gab hier viele, viele Lügen in deinem Feld, in dem Feld, auf dein Gegenüber, wer ja auch immer das ist. Und es geht hier eine schöne, schöne Zeit für euch. Also dieser alte Zyklus, dieser schwere Zyklus, der wird jetzt einfach gecuttet. Das ist vollendet. Ja, und heute wollten auch zwei Amethyste mit her ins Bild. Ne? Großer Heilstein, der sich auch aus sich selber herausheilt. Ne? Der braucht keinen anderen Stein, um sich aufzuladen, um sich zu entladen. Ich tue ihn trotzdem immer gern mal in die Sonne, ins Mondlicht und auch unters Wasser. Ne? Der möchte auch manchmal, also der kann zwar viel aufnehmen und sich selber transformieren, aber immer, er ruft ab und zu mal nach Wasser und dann tue ich den auch unters Wasser und reinigen. Ne? Also. Und dann habe ich hier die 10 der Münzen. Es geht in die 10 der Münzen. In die absolute Fülle. Innen sowie außen. Na? Stabilität und Sicherheit, Verlässlichkeit, Loyalität und Ehrlichkeit, innere und äußere Fülle. Na? Liebe, Zeit. Da hier wurde lange, lange dran gearbeitet. Und jetzt kann man hier die Ernte einfahren. Na? Mit den drei der Kelchen. Die Erntedankkarte. Jetzt kam Heimer, hat lange hier dran gearbeitet und lange hier die Stellung gehalten. Ne? Man war ja schon auf 7:30. Ne? Also es hat dich fast in die Knie gezwungen. Ne? Es hat euch fast in die Knie gezwungen. Aber jetzt kommt hier die Belohnung, jetzt kommt hier die Erlösung. Ne? Also hier ist so das, was rausfällt. Ne? Und dann beginnt es mit der Welt, geht es in einen neuen, schönen Zyklus über. Schöne Energie. Dann kommen wir in die Zusatzkarten. Unter dem 10 der Schwertern habe ich hier den Ring. Also hier geht, das ist ein alter Zyklus. Ne, das kann auch was Karmisches sein. Das hat sich immer und immer und immer wieder wiederholt, wo du gedacht hast, das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht der Ernst sein. Das war was Karmisches auch. Ja, also das ist ein Zyklus, der jetzt zu Ende geht. Na, also der Ring kann nicht nur für Bindung stehen, für Verbindung stehen, der steht auch für einen Zyklus. Na, es kann sich auch für dich partnerschaftlich in Verbindungen mit anderen Menschen immer sehr, sehr schwer angefühlt haben, dass du hier niedergestochen wurdest. Na, auch dadurch, wie Menschen sind, ne, durch Manipulation, durch Lügen, durch dieses dunklen Energien, die manche mit sich bringen, ne, wo man dir auch energetisch vielleicht diese Schwerter geschickt hat, ne? Das hört jetzt auf, ne? Also diese Bindung zu dem hier, die geht jetzt raus. Also das ist ein Ende, ne? Die 10 der Schwerter, das zeigt ja auch ein Ende an. Also diese alte Verbundenheit, dieses alte Gebundensein an diese Schwere, an diesen schweren Zyklus, das geht jetzt raus. Dann habe ich unter dem Turm, habe ich die Sonne. Und das sagt mir, wenn dieser Turm fällt, wenn das alles wegfällt, diese Ängste, diese Süchte, diese Gebundenheiten, diese toxischen Menschen, diese schwarzen Energien, die hier wirken, dann kommt hier wieder Licht rein, dann kommt hier wieder Sonne rein. Also dein Weg führt hier auch durch dieses Tor.
Das wollte erlebt werden. Deine Seele wollte das erleben, wollte auch sehen, wie du hier die Erkenntnis draus ziehst, was du daraus lernst. Na, und dann ist jetzt endlich und wollte, also das Universum wollte auch sehen, wie du reagierst. Aus dem Herzen heraus, lichtvoll, oder aus deiner Angst heraus, aus deiner Wut heraus, auch aus deinem Zorn. Na, also was das mit dir macht. Hier geht's ins Licht. Hier, die Sonne auch im Lenormand, eine der größten Glückskarten. Hier geht es in den Erfolg, hier geht es ins Glück, hier geht es in die Liebe, hier geht es in die Wärme, hier geht es in die Geborgenheit. Hier kommt wieder Licht ins Dunkel. Also diese trübe Zeit, die ist jetzt beendet. Ne? Und ich kriege auch mit der Sonne, die sagt gerade zu mir: Ich schenke euch auch einen schönen Herbst. Ich schenke euch einen goldenen, warmen Herbst. Ne? Da könnt ihr nochmal richtig rausgehen und Sonne tanken. Ne? Das kriege ich auch gerade rein. Und dann habe ich hier unterm Teufel, da habe ich die Mäuse. Das sind deine Ängste. Der hat Macht über dich, wenn du dich deinen Ängsten hingibst. Das haben wir ja auch kollektiv in den letzten Jahren bemerkt, dass wir hier angreifbar sind. Wenn du in deiner Angst bist, können dich andere konipulieren. Das ist ein tolles Wort, konipulieren. Eine Mischung aus kontrollieren und manipulieren. Konipulieren. Können dich die anderen konipulieren? Siehst du, da haben wir das schon wieder, da was Lustiges draus gemacht und dann fällt es schon runter. Ne? Also mit diesen Energien kann der Teufel nicht umgehen. Lachen, freundlich sein, in der Liebe sein. Ne? Dann wendet er sich um und denkt, oh Gott, bin ich gelangweilt. Ne? Also das ist so dieses dieser Angst ihre Macht nehmen. Ne? Ich habe da auch ein schönes Buch vor kurzem entdeckt. Das heißt, die Angst kocht auch nur mit Wasser. Und dann war wirklich die Angst aufgemalt, ne? Die am Herd steht und Wasser kocht. Und da musste ich so lachen und das ist, wenn du in deinen Ängsten bist, ne, dann sag dir vielleicht mal diesen Satz. Die Angst kocht auch nur mit Wasser. Ne, und dann stell dir das mal bildlich vor, wie die Angst am Herd steht und Wasser kocht. Und dann hast du schon diese Schwere, dieses Gebundensein rausgenommen. Ne? Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dieses Lügen. Ne? Das haben wir in den letzten Jahren sehr mitbekommen, wo wir zu packen sind mit unserer Angst. Ne? Das wurde ja in den Medien sehr geschürt. Ne? Und wir haben ja jetzt rausgefunden, was so gesprochen wurde. Ne? Es kann jeder für sich selber entscheiden, ob das gelogen war, ob das manipuliert war. Ja? Also da bist du angreifbar. Da warst du angreifbar. Und dann habe ich hier aber auch den Zucker. Ne? Wenn du viel Zucker zu dir nimmst, viel Süßes, und Zucker ist ja wirklich überall drin, sogar in der Wurst, ne? Also geh lieber zum Fleischer deines Vertrauens, wo dann noch hier, wo das keine Kette ist, wo noch wirklich altes Handwerk, ne, ausgeübt wird. Also wer die Möglichkeit hat, noch zu einem Bäcker und zu einem Fleischer zu gehen, die da wirklich, wo es nur ein Geschäft gibt, keine Riesenfiliale und wo da nicht auf Profit aus ist, dann solltet ihr das tun. Das ist auch dieses. Ich kriege auch hier gerade rein, viele betäuben ihre Angst mit, indem sie sich hier was Süßes gönnen. Ne? Also, dass du dann dich beruhigst damit auch. Ne? Das kompensierst du. Und das haftet dann natürlich auch in deinem Körper. Das kann sich in die Zellen, das kann in den Zellen andocken, deine Angst. Ne? Und weil ich ja auch dieses Suchtverhalten habe. Ich kriege auch ganz sehr Ernährung hier rein, dass wir da auch sehr, sehr viel, das ist jetzt ein kollektives Thema, wo wir sehr belogen werden, was denn überall drin ist. Dass nicht unbedingt alles hinten drauf steht, was drin ist, oder dass wir das kontrollieren sollten. Manchmal stehen ja auch Worte drauf, die hast du noch nie gehört, ne? Dass das auch sehr kollektiv ist, wie wir belogen werden in dem, was wir konsumieren. Ne? Dadurch kann vielleicht auch die Angst andocken in dir. Ja, also, dass da vielleicht auch energetisch durch diese Inhaltsstoffe, die da drin sind,
energetisch was mit reingegeben wird, damit du hier in deiner Angst bleibst und manipuliert werden kann. Also mich würde nicht wundern, wenn hier in nächster Zeit auch irgendwas rauskommt, was mit Nahrung zu tun hat, wo da auch energetisch irgendwas mit reingegeben wird, um Macht über das Kollektiv zu haben. Also das ist jetzt eine sehr spezielle kollektive Botschaft, ne? Das wird nicht, also das kriege ich auch rein, dass noch weiter voranschreitet. Also das, was ich euch jetzt sage, diese kollektive Botschaft, wo wir ja auch belogen werden, was in den Nahrungsmitteln drin ist. Ne? Und dass das darauf aufbaut, uns in der Angst zu halten. Was da auch, also ich kriege was rein, wirklich ein Zusatzstoff, der reingegeben wird, was in unseren Zellen die Angst hält und andockt. Sowas kriege ich rein. Das ist ein kollektives Thema, wo wir sehr, sehr belogen und manipuliert werden, um uns im Zaum zu halten. Das ist dieses für dich im Einzelnen, da können das Menschen sein, von außen ist es ein Kollektiv, was natürlich die Macht haben will, uns niedrig schwingend zu halten. Ne? Also Menschen in der Angst sind immer besser zu kontrollieren als Menschen, die in ihrer Fülle sind, die in ihrer Liebe sind, die in ihrem Licht sind. Eine starke kollektive Botschaft hier. Ne? Ich drehe dieses Video auch heute hier zur Tag- und Nachtgleiche, ne, zum Äquinox. Und da strömt ja mal ganz viel von oben ein und da bin ich jetzt gerade drin. Es strömt, es strömt, es strömt von oben. Ne? Also frag dich hier, was du hier konsumierst auch. Ne? Der Zucker kann auch stellvertretend für das sein, was du kommunikativ konsumierst, an Nachrichten, an YouTube-Videos, an Informationen, auch mit Menschen, mit denen du dich unterhältst, wo du denkst, na, da ist ja schon so eine negative Schwingung da. Ne? Es gibt ja Menschen, die kommen zur Tür rein, also egal wo du bist, und kotzen sich aus, ne, über ihre Negativität in ihrem Leben. Ne? Also das kannst du überall beobachten. Ich war vor kurzem im Rossmann, ne, da war eine Frau vor mir, die hat bezahlt und ist die Verkäuferin angegangen. Ja, es wird ja auch alles immer teurer, es kann ja nicht wahr sein. Und da habe ich gesagt, naja, die Verkäuferin kann da auch nichts dafür, arbeitet nur hier. Ja, und das fällt uns ja allen auf. Aber da kann man doch seine Negativität nicht an der Person auslassen, die sich noch zur Verfügung stellt, ne, die das verkauft. Und also, und das war auch so eine nette Verkäuferin, ne, so freundlich und die ist in ihrer Ruhe geblieben und wo ich denke, also ist wichtig, reflektiert euch selber. Ne, das kriege ich ja auch manchmal hier in den Kommentaren mit, dass sich manche hier in den Kommentaren auskotzen über ihr Gegenüber. Ne, also das ist ein lichtvoller Kanal. Ne, ich stelle euch hier meine Zeit, meine Energie zur Verfügung und zu 98% wertschätzt ihr das auch. Sind es immer liebe Kommentare? Aber es gibt hier wirklich manche, die schreiben hier einen ellenlangen Text, kotzen sich über ihr Gegenüber aus, was das doch für ein schlechter Mensch ist. Und da ist nicht mal ein Danke drunter für die Legung. Ne, also ich weiß ja gar nicht, ob die Menschen überhaupt die Legung schauen oder einfach nur diese Plattform nutzen, um sich auszukotzen, um Negativität reinzubringen. Und solche Menschen sind in deinem Feld, sind im Kollektiv, wollen uns kollektiv auch beeinflussen. Und da ist jetzt Schicht im Schacht. Ne? Du erkennst das auch hier. Ne? Mit dem Adler. Du überblickst das von oben. Eine andere Perspektive nimmst du ein. Jetzt war gerade 33, 33, wo ich das gesagt habe. Ne? Also, das hier passiert ganz, ganz viel. Ihr werdet jetzt auch bewusst schauen, was konsumiere ich. Hier ist auch wieder das Wasser. Ne? Hier ist auch wieder das Wasser. Kann auch was im Wasser sein. Ne? Also, das wird sich in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten zeigen, diese Botschaft, die ich hier gerade Channel von oben. Es kann auch was im Wasser sein, es kann was in der Nahrung sein, es kann alles sein. Ne? Dass es überall, dass halt überall probiert wird, zu beeinflussen, die Menschen im Mangel, in der Angst zu halten und nicht in ihr wahres Potenzial zu kommen. Ne? Und das sind auch Menschen in deinem Umfeld, wo du das jetzt erkennst. Ne? Ich kriege hier auch rein,
wenn dir jemand was gibt, schenkt oder wie auch immer, überprüf das nur für dich, geh in dein Bauchgefühl und schau, ob das für dich stimmig ist, ob du das annehmen möchtest, ob du das dir zuführen möchtest, na, wenn das vielleicht auch Pralinen oder irgendwas sind. Guck mal für dich, was das für eine Schwingung hat, ob du das möchtest oder ob du das nicht möchtest. Na, also das geht schon mit so kleinen Dingen los. Und dann habe ich noch einen Tipp für euch, wenn ihr was esst. Ne? Also ich weiß, weil viele machen jetzt, sind so Selbstversorger und so Sachen. Aber jemand, der also wirklich jeden Tag auf Arbeit geht, der hat vielleicht auch manchmal nicht die Zeit dazu, hier anzubauen, anzupflanzen, alles selber zu machen. Ne? Dann holst du schon mal was aus dem Supermarkt. Ne? Also das ist ja auch menschlich. Ich esse auch gerne mal eine Pizza. Ich hole mir auch mal einen Döner. Ne? Also ist alles menschlich. Das, was ich euch mitgeben kann, ist, wenn ihr das Essen vor euch habt, ne, dann dankt Mutter Erde für das Essen. Dann dankt vielleicht auch dem Tier, was sich zur Verfügung gestellt hat, wenn ihr Fleisch esst. Und gebt dort mal ganz kurz eine lichtvolle Energie rein. Und dann im Essen gebt mal bewusst Licht mit rein beim Essen. Ne? Und dass das euren Körper bekommt, dass da kein Schaden angerichtet wird. Das kann schon sehr, sehr viel bewirken. Ne? Und diese Menschen, die hier im Umfeld sind, ne, die haben euch manipuliert durch etwas, was sie euch gesagt haben, indem sie unterschwellig eure Ängste angetriggert haben. Diese Menschen wussten wahrscheinlich, das können auch sehr, sehr enge Menschen sein, wo eure Ängste liegen und haben euch dort angegriffen, dort. Auch sehr subtil, also du hast es nicht gemerkt, das ist so von hinten rum, so unterschwellig passiert. Ja. Also das wird dir bewusst werden. Also kenne deine Ängste, stell dir vor, die Angst kocht auch nur mit Wasser und dann weißt du, wo du angreifbar bist. Ne? Also schau für dich genau, was du konsumierst. Ne? An Essen, an Nachrichten, an Menschen, mit wem du dich umgibst. Ne? Also prüf das für dich. Und das sagt dir dein Bauchgefühl, das sagt dir deine Intuition. Geh in dein Gefühl. Ne? Das ist ja auch das, was hier noch wiederkommt. Prüfe, prüfe. Ne? Und das ist immer dort, wo die Angst ist, bist du angreifbar. Ne? Das ist bei jedem so. Ne? Und also ich muss euch ehrlich sagen, also seit Corona schaue ich keine Nachrichten mehr. Ich schaue keine Nachrichten mehr. Ich weiß manchmal gar nicht, was in der Welt los ist, wenn man nicht im Außen dann Menschen hat, die es einem erzählen. Denke ich, ja, da sage ich immer, nee, habe ich gar nicht mitgekriegt, ich schaue keine Nachrichten mehr. Und damit lebe ich ruhiger. Ne? Also, wenn du Glück hast, ist ja in den Nachrichten nur der Wetterbericht mal positiv. Alles andere sind ja Horrorszenarien, Horrormeldungen, wo ich denke, es passiert so viel Positives auf dieser Welt. Es gibt so viele Menschen, die andere retten oder was Schönes machen. Ne? Da könnte man doch die Nachrichten so aufbauen. Oder dass es vielleicht wenigstens einen Kanal gibt, der nur positive Nachrichten bringt. Ne? Das wäre doch mal was. Es gibt so vieles auf dieser Welt, aber es gibt keinen Nachrichtensender, der nur positive Nachrichten bringt. Ne? Also, wir sind schon so konditioniert, dass solche Horrorszenarien, dass das gang und gäbe ist. Ne? Und es bringt uns ja nichts, wenn wir wissen, hier im Nachbarort hat einer 10 Menschen abgestochen. Ne? Das bringt uns ja erst in die Angst. Und das ist gewollt. Das ist gewollt. Mann, ich habe hier heute aber auch eine Botschaft, ihr Lieben. Gut, dann machen wir hier weiter mit der Welt. Und dann habe ich hier das Buch. Es öffnet sich für dich ein ganz, ganz neues Kapitel. Es öffnet sich für dich ein ganz, ganz neues Kapitel. Das alte Kapitel ist abgeschlossen, transformiert sich und es öffnet sich hier ein ganz, ganz neues Buch, eine ganz, ganz neue Seite. Hier werden auch Geheimnisse gelüftet. Ne? Das kann das sein, was sich hier öffnen wird, wo du dann für dich entscheidest, da mache ich nicht mehr mit, da steige ich aus. Ich gehe hier in eine ganz, ganz neue Welt. Ich gehe hier in mein neues Leben und ich schaue mir alles ganz genau an und höre auf mein Gefühl, höre auf mein Bauchgefühl und dann entscheide ich.
wo es hier für mich hingeht. Für einige beginnt hier auch eine neue Welt, ein neuer Weg, wo man hier sich weiterbildet. Ne? Wo man hier das alte Wissen wieder zurückholt, wo man hier auch eine Weiterbildung macht, eine neue Sprache lernt. Ne? Das ist auch, das Buch kann auch für Weiterbildung stehen. Also hier wird sich einiges für dich öffnen. Das kann auch alles zusammen sein. Ne? Hier wird sich einiges für dich öffnen. Geheimnisse werden gelüftet. Das, was hier noch im Verborgenen liegt, hab keine Angst. Es wird sich immer weiter aufdröseln und aufblättern in diesem Buch. Na, und das ist natürlich auch das, was ich euch gesagt habe mit diesen hier negativen Schwingungen, mit dem, was uns hier so präsentiert wird. Das soll natürlich im Verborgenen bleiben. Ne? Das Buch geht aber auf. Ne? Also das wird kollektiv, wird es eine Öffnung geben und dann wird es uns wie Schuppen von den Augen fallen. Ne? Und dann habe ich hier unter dir. Was ist denn heute los? Konipulation war das Wort, ne? Unter dir, unter der Königin der Kelche, habe ich dich. Also es geht um dich, dass du wieder ins Fühlen kommst, dass du wieder dich dem Element Wasser hingibst, ne? Dass du wieder in deine Urkraft findest, ne? In deine Empathie, in dein Gefühl, das fließen lässt, ne? Und du gehst ja auch in die Meditation, ne? Vielleicht machst du auch eine Vollmondmeditation. Also, du kommst ja wieder ins Gefühl, ne? Und der 29. ist doch auch am Freitag. Der 29. ist am Freitag. Da ist Vollmond. Und im Lennemoor ist die Dame, die 29. Also, das spielt eine große Rolle. Also, umgib dich hier mit Wasser, trink viel Wasser, spül hier raus, geh baden, geh schwimmen, mach ein Wasserritual, was dir kommt. Ne? Also, Element Wasser. Ganz, ganz wichtig in dieser Woche. Dann schauen wir mal. Unter dem König der Münzen habe ich hier die Schlange. Also das kann ein ganz, ganz langer, verstrickter Prozess gewesen sein, wo hier jemand versucht hat, diese Fruchtbarkeit zu untergraben. Ne? Hier habe ich den Apfel, der hier angebissen ist, der hier durchbohrt ist durch die Schlange. Also, wer hier auf die Liebe schaut, das kann eine Mutterfigur sein, die hier mit reingewirkt hat in eure Verbindung, die das unterbinden wollte. Das kann auch jedwede andere Frau sein. Im Freundeskreis, in der Familie. Ne? Das kann auch eine noch Partnerin sein, ne? Wer hier vielleicht auf eine Dreierkonstellation schaut. Das kann auch einfach diesen Prozess anzeigen, der hier wirklich verworren war, der hier wirklich verstrickt war, der hier auch toxisch war. Ne? Also die Schlange kann auch für Gift stehen. Jetzt kommt hier aber Heilung rein. Ne? Ich möchte auch die Schlange nicht immer nur negativ bewerten. Die Schlange steht auch für Heilung. Ne? Also wenn ihr hier das Apothekenschild beobachtet, da ist ja auch eine Schlange drumherum. Das ist. Die Schlange steht auch für Heilung. Und da kommt mir auch wieder dieser Satz, die Dosis macht das Gift. Vielleicht hat sich hier auch jemand von den falschen Menschen, insbesondere Frauen, beeinflussen lassen. Und es kommt jetzt aber ans Licht. Ja? Das war ein alter Zyklus, wo auch weibliche Personen, und das kann auch im Freundeskreis sein, immer versucht haben, hier an eure Ängste anzudocken und euch zu manipulieren, damit diese Verbindung nicht ins Licht gehen kann. Na, dann ist natürlich der Apfel faul geworden, wenn man den durchbohrt hat. Dann ist diese Fruchtbarkeit dieser Verbindung faul geworden. Na, dann war das ungenießbar. Na, dann wird er faul, da sind Maden drin, dann gammelt er vor sich hin, wird vielleicht auch schimmelig. Na, das könnte das sein. Und es geht jetzt raus. Na? Also hier könnte dich auch jemand, eine weibliche Person, so ein bisschen als Dorn im Auge gesehen haben. Und du schaust aber hier ins Buch. Dir ist es klar. Du schaust ins Buch. Dir ist es vollkommen klar. Na, du bist auch abgewendet von dieser Person. Na, also es kann, wie gesagt, auch eine Mutterfigur deines Gegenübers sein. Das kann bei dir eine Mutterfigur sein. Das kann eine weibliche Verwandte sein. Das kann im Freundeskreis jemand sein. Das kann generell eine Frau sein.
in deinem Feld. Also du, dir ist es klar, ne? Du schaust hier ins Buch, für dich ist es glasklar. Ne? Du schaust ja auch, du bist ja deinen Ängsten bewusst und du weißt, dass das ein alter Zyklus vielleicht auch ist, ne? Aus anderen Leben, aus anderen Dimensionen und du hast dich hier schon abgewendet. Ne? Und wie gesagt, der 29. spielt eine große Rolle. Also umgib dich hier mit Wasser, wie du dich mit Wasser umgeben kannst. Und dann habe ich hier unter den drei der Kelchen, da habe ich hier den Bär. Also in diese Verbindung kommt wieder Kraft, in diese Verbindung kommt wieder Stärke, in diese Verbindung kommt wieder Mut. Ne? Also der Bär steht auch für einen alten Seelenpartner. Also das, was euch verbindet, dich und diesen Menschen, das kommt wieder in seine Kraft. Ne? Das kommt wieder in seine Stabilität. Das geht wieder in die Vereinigung zwischen Körper, Geist und Seele. Das geht hier in die Erntezeit. Ne? Also das, was ihr hier die ganze Zeit erdulden, erleiden musstet, ne? Wo ihr auch versucht habt, immer die Schwingung hochzuhalten, in Licht zu halten, in Liebe zu halten, ne? Dafür bekommt ihr jetzt den Lohn. Das darf jetzt geerntet werden. Hier geht es in eine schöne Zeit miteinander. Ne? Ins Feiern, das Leben genießen, die Liebe genießen. Und das könnte auch ein Elternthema sein. Ne? Ich habe hier die Schlange und den Bär. Das könnte hier auch ein Elternthema sein. Wo sich aber auch die Eltern wieder nahe kommen. Ne? Das kriege ich auch rein. Also vielleicht war da auch irgendwas im Argen in der Familie. Ne? Die Schlange kann für die Mutter, der Vater für den, der Bär für den Vater stehen. Und diese sind hier jetzt wieder zugewandt. Ne? Also es könnte vielleicht auch eine Abnabelung von den Eltern sein, ne? Weil ich dich hier so weggehen sehe. Ne? Oder du könntest ja auf eine Tochter oder auf einen Sohn schauen, ne? Wenn du hier eine Mutter oder ein Vater bist, wo sich das Kind in die Welt hinaus begibt, ne? In eine neue Welt, das habe ich ja auch. Und wo du dich dann wieder mehr deinem Partner zuwendest, ne? Wo ihr dann wieder mehr ein Paar werdet und nicht mehr so diese Elternfunktion habt. Das habe ich auch, ne? Und das weißt du schon, ne? Das kommt auf dich zu. Ja, bist zwar da so ein bisschen ängstlich, aber weißt auch, dass das gut wird, ne? Und dass das wichtig ist, dass die Kinder ihren eigenen Weg gehen. Ja, das habe ich auch rein. Also es kommt auf jeden Fall auch eine schöne, schöne Zeit auf die Eltern zu. Das könnten auch die Eltern von dir sein, das könnten auch die Eltern deines Gegenübers sein, wo hier wieder mehr connected wird. Ne? Also da beginnt auch eine schöne Zeit. Ne? Und die natürlich toxisch wirken, die hier belogen, betrogen, manipuliert haben, die ernten natürlich auch das, was sie gesät haben. Ne, das ist karmisch. Ne? Also das ist das Gesetz des Universums. Ne? Das, was man erntet, das, was man sät, erntet man auch. Ne? Und hier wurde ganz, ganz viel manipuliert und ganz, ganz viel Lügen gesät. Und das kommt irgendwann ans Licht. Und das, ja, das ist karmisch. Ne? Also da lasst das Universum mal ruhig machen. Und dann habe ich hier den Baum. Also hier kann es auch ganz viel um Familie gehen. Ne? Ich habe hier die Schlange, den Bär und den Baum. Also hier könnte auch eine Familie manipuliert worden sein. Belogen, betrogen. Also das kann auch kollektiv für deine Familie stehen, dass ihr hier aus diesem karmischen, alten, schweren Prozess, der sich wie festgetackert, wie mit angezogener Handbremse angefühlt hat, dass ihr jetzt rausgeht und es könnte ein komplettes Heilungsthema für deine Familie sein. Der Baum steht für die Familie, kann aber auch für Gesundung, für Heilung stehen. Und hier habe ich auch das Herz. Na, also das kommt jetzt wieder in die Stärkung, in die Kräftigung. Ihr werdet jetzt auch wieder eure Wurzeln spüren. Im Miteinander. Na, also Familie kriege ich rein, ich kriege Zweisamkeit, Partnerschaft rein, ich kriege auch Einzelpersonen rein. Na, dann das ist aber immer die gleiche Botschaft, ne? Also hier kommt Stabilität rein, hier kommt Gesundung rein. Ne? Also mit den 10 der Münzen,
Das ist was Stabiles. Das Fundament stärkt sich auch jetzt. Diese Wurzeln werden sich kräftigen, werden stärken, werden wachsen. Und mit dem Herz hier passiert auch ganz, ganz viel Herzheilung. Und ganz viel Herzlichkeit wird sich auch stabilisieren in dieser Verbindung, in dieser Familie. Ja, daran habt ihr ganz, ganz lange gearbeitet. Und jetzt geht es endlich dorthin, wo es hingehen soll. Ins Licht, in die Liebe, in die Fülle, in die Geborgenheit, in die Stabilität und Sicherheit, in die Verlässlichkeit auch. Ja? Also sehr, sehr schöne Botschaft. Sehr, sehr schöne Botschaft. Also ich kriege das hier, diese drei Karten, damit hattet ihr lange, lange zu tun. Ja, das ist, also angezogen hat es, richtig heftig angezogen hat es Anfang des Jahres, aber dorthin, auf dem Weg dorthin, da war es auch schon beschwerlich. Ne? Also das, und jetzt sagt das Universum, hier ist Schicht im Schacht. Jetzt geht es hier um eine schöne neue Zukunft, in einen schönen neuen, lichtvollen, liebevollen, erfüllenden Zyklus. Für dich, mit deinem Partner, für deine Familie, ne? Hier werden auch Geheimnisse gelöst und aufgedeckt, die vielleicht manchen auch Angst gemacht haben. Also hier sind auch Menschen im Umfeld, die wirklich lügen und manipulieren und die das nicht wollen, dass das hier in eine schöne Energie geht. Aber die können nichts machen. Ne? Hier liegt die Welt und die sagt, hier ist Schicht im Schacht. Bis hierher und nicht weiter. Ne? Sie haben ihr Ziel erreicht, ne? Wenn wir hier nach dem Navigationssystem gehen. Ne? Der Teufel hat hier sein Ende erreicht. Ne? Also diese Zunge, die ist ja nicht umsonst hier so stark dargestellt auf dieser Bebilderung der Karten. Also hier kommt die Manipulation und die Lügen, die werden aufgedeckt. Das kommt hier raus. So, jetzt sind wir schon über 50 Minuten. Ich mache gar nicht sonst so lange Wochenlegungen. Aber das wollte heute einfach mal gesagt werden. Ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch gefallen. Das bringt euch weiter. Ne? Es ist eine schöne Energie, die hier liegt. Also es ist eine schöne Zukunftsaussicht, die hier auch liegt. Ich bedanke mich ganz, ganz sehr, dass ihr hier bis hierher zugeschaut habt. Wenn ihr mal ein Abo da lassen wollt, würde ich mich ganz, ganz sehr freuen. Über einen lieben Kommentar und über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Habt eine schöne Zeit, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.